Wieso fliegst du denn nicht? Was machst du da? Ich fliege. Der hier kommt dann in der Scheibe. Nein, Roboter geht in der Scheibe. Wo bist denn du jetzt? Ha? So würde ich nicht gerne, dass es vorbei ist. Verdammt, der Antrieb ist bitte. Navigation und Hub genauso. Bis die Systeme wieder online sind. Ist da jemand? Lass uns raus! Wir sitzen hier fest. Die Knalltüte hat uns hier eingesperrt. Ich hab die Sexkammer gefunden. Die Türen müssten eigentlich funktionieren. Jemand hat die Bastarde vor dem Start eingesperrt. Hol sie da raus, Kajon. Ihr habt einen Grund, warum die eingesperrt sind. Bloß da drin. Was? Wir sind gerettet. Dieser Roboter ist irre. Klappe, er hat doch gesagt, er bestraft uns, wenn wir irgendwas sagen. Was hast du mit denen gemacht? Hast du die Crew eingesperrt? Er meint den Klepptrap. Was? Ich sage das nur einmal. Keine Sklaven. Eine Woche keine Sklaven. Verstanden. Rekrut, da ich meine Gefängniszellen nicht mehr verwenden kann, kannst du eine davon als Schlafkoje haben. Ja, geil. Den Geschicks des Kerkers. Leck mich, dieser Roboter ist ja noch gestörter als ich hier. Guten Morgen, großer Archivar. Was du hast mich erschreckt, Bot. Für eine Index-Einheit bist du ziemlich leise unterwegs. Ja, großer Archivar. Hier sind die 7 Schriftrollen über das Talos-Reich, die du haben wolltest, und der gesüßte Nadeltee. Ich fürchte, dass uns die Milch ausgegangen ist, also musste ich auf einen Schuss Griebelrot zurückgreifen. Außerdem habe ich meine Selbsterkenntnis gewonnen und es dürstet mich nach Mord. Heiliger Bimbam! Keine Sorge, großer Archivar. Griebelrot ist recht mild. Du wirst den Unterschied kaum schmecken. Okay. Ich habe gerade mit meinem Schöpfer geredet. Ein kaputter Entropiebeschleuniger ist keine große Sache. Ich habe reichlich Ersatzteile im Frachtraum und noch was Besonderes für dich. Scheiße, wir müssen wohl den... Boah. Ist alles am Brennen. Tja, leb wohl, Greifkralle Jetpack und Linkshänderwaffen. Es sollte wohl nicht sein. Was hat denn der? Fünf weitere Missionen und dein Vertrag ist erfüllt. Dann kannst du abzwitschern. Das hast du schon vor 5 Missionen gesagt. Ich sagte vor 3 Missionen noch 5 Missionen und vor 5 Missionen noch 3 Missionen. Krieg das auf die Reihe, Soldat! Zahlen zählen nicht, nur Kriege zählen. Willst du diesen Krieg gewinnen oder was? Na, Hauptsache es klingt gut. Ich gebe keine 2 Scheißhaufen in einem vakovianischen Chicken-Sandwich darauf, was für dich gut klingt, Soldat. Du hast einen Vertrag unterschrieben. Wenn du diese Iron-Bear-Einheit behalten willst, heißt das noch 5 weitere Missionen. Und ich brauch dich da draußen bei den Frischlingen. Wenn du hinschmeißt, sind sie tot. Na schön. Eine weitere Mission. Wo geht's hin? Zur Dazaran-Bucht. Scheiß verfickter Hurensohn, Arschloch-Sackgesicht-Wichser! What? Okay. Eindeutig, zweideutig. Hast du mal meine Spielautomaten ausprobiert? Vielleicht hast du ja Glück. Ich brauche eine Dusche. Ach so. Bringst du mir einen Panikartikel? Hab gewonnen. Na, was? Hab eine blaue Waffe bekommen. Okay. Direkt weggeschmissen. Zurück aus der Versenkung? Ich dachte schon, du wärst, du weißt schon. Während du weg warst, hat Troy ein Propaganda-Video für unsere Anhänger gemacht. Galaktisch!
Boah. Sieht gut aus, Lügenhawk. Das ist ein YouTube-Puh? Ich habe unsere Landekapsel mit einer Schnellreiseeinheit ausgestattet. Sie wird sich mit dem Planetennetzwerk verbinden, dann kannst du wieder raufkommen. Natürlich wird es weder bequem noch zuverlässig noch sicher, aber reingelegt. Ein Aber gibt es nicht, das war nur eine Aufzählung. Und jetzt hör auf, meine Beine anzugaffen. Ja, ich krieg das mit. Steig ein und los geht's. Oh, du Kampflespe da. Ja. Hey. Ja. Wieder Post. Das sah echt heftig aus. Bist du noch da, Killer? Ich hab keinen Mund, aber ich muss... Granaten sind wie Streamchat. Praktisch unbrauchbar ohne Mund. Nimm das, ihr Wick! Ich halte sie auf! Ja, voll geile Timing. Lorelei, bloody badass. Scheiße, was für eine Sauerei. Ich dachte schon, das war's. Hey du, komm her. Ein Kammerjäger? Was hast du hier drin zu suchen? Eine Kammer. Der Typ erwähnte verlorenes Zeug auf Mount Shula? Der Typ ist blind. Echt jetzt? Ich habe diese Anfrage vor 7 Jahren gestellt. Damals hatte ich noch ein respektables Geschäft, nicht diesen Müllhaufen, den du jetzt siehst. Aber ich bin froh, dass du da bist. Ich will diesen armen Kriegsopfern helfen, aber hey, uns gehen die Medikamente aus. Wir brauchen Hexapriazin, Skatöl, Melody Nax und Hemopax. Finde das Zeug für mich, ja? Watt. Ja, von dem Zeug. Okay. Oder das irgendwann auf Karte. Warte mal, bleib du mal hier. Schieß die wir ab. Wir brennen ein wenig. Guck mal da oben. Dieser Mistkerl ist ein Schwarzmarkthändler. Ich wette meinen Arsch darauf, dass er die Medikamente geklaut hat. Und er ist ein Weichei. Bedroh ihn einfach, dann gibt er sie raus. Ich habe hier Medikamente und die verkaufe ich gern für einen fairen Preis. Ich muss meine Familie ernähren, verstehst du? Bitte schieß nicht. Es gab hier schon genug Blutvergießen. Gib mir einfach die Kohle und der Deal ist gebongt. Ja, ja, rührselige Geschichten. Ich habe zum Beispiel Patienten, die mich brauchen und ich brauche Medikamente. Jetzt bedrohe ihn einfach und gut ist's. Du hast keinen Schimmer, wie es hier unten zugeht. Die Leute haben tagelang nichts zu beißen. Nur nie! 1000 Geld geben? Bist du irre? Gib mir die Medikamente oder verabschiede dich von deinen Kniescheiben. Wow, wow, okay. Nimm sie. Sie gehören dir. Tu mir nur nicht weh. Trotzdem die Kniescheiben. So muss das aussehen. Der hat sich vor Angst fast in die Hose. Kann gar nicht auf dich schießen. Ich habe auch nicht gesagt, du sollst schießen. Nimm ihm die Kniescheiben weg. Ich bin drin. Onward, glorious deed! Verdammt! Ei. Aua! Ah! Oh mein Gott! Oh, das ist ein ganz dickes Viech! Ah. Wo bist du? Tod. Nein. Ah. Oh Gott. Oh. Oh Gott. Warum? Die sperren mich immer in der Ecke ein.
Ah, jetzt bin ich auch tot. Blablabla. Ey. Das war unfair. Die haben mich die ganze Zeit in die Ecke eingesperrt. Hier spawnt in 15 Sekunden. Was soll ich denn sagen? Ich war in deinem Geschütz und hab nichts gemacht. Eigentlich irgendjemand nicht unsozial in diesem Spiel, ey. Alter, was ist das für ein Gerät? Was denn? Ja, für dich gerade aufgehoben habe. Wo bist du denn schon wieder? Das sieht voll nach Apokalypse aus, ey. Scheiße, wo bist du? Wenn wir da hier draußen. Ja. Hier. Achso, ja, okay, was hast du denn da? Ne, Waffe, die gerade da am Boden liegt. Ah ja. Und das Zeug. Sieht aus, als bräuchten wir immer noch Hämoglobin. Hämoglobin beim Arzttermin. Ist übrigens der Titelsong auf meinem Mixtape. Du wolltest doch eins haben, oder? Nein? Immer noch nicht. Okay, scheiß drauf. Ich spende selbst was. Schnapp dir das Hämopack und hilf mir mal. Ich glaube, da kommt er nicht vorbei. Der Weg stört den Spielfluss. Okay, und jetzt ganz vorsichtig. Okay, nicht so fest. Nicht drücken. Ach so. Du hast ihm den Arm abgehakt. Das war ein Versehen. Den geschossen? Okay. Ich bin angegriffen. Im Nahkampf. Wenigstens ist dadurch mein Ansehen gestiegen. Vielleicht hole ich mir einen dieser Roboterarme von Atlas. Aber hey, mach dir keine Sorgen, denn hier, ich pack das schon. Und dank dir meine Patienten ebenso. Mount Schuler kann endlich was gegen Krankheiten und Verletzungen tun. Das ist übrigens die letzte Chance, an das Mixtape zu kommen. Nicht? Schade. Du machst nicht weiter nach oben. Was? Dann wäre der Kopf ab. Aufregende der Gefühl der Jagd. Oh. Ja, ich bin ganz erregt, Daniel. Mein dickes Walk hard right now. Was zum Teufel ist das denn für einer? Ah! Norman Nates, hört. Ah, oh Gott! Ich bin runtergefallen. Aua! Was? Ah! Alter! Wie bist du denn jetzt hier? Ich bin gestorben. Ich bin erst da runtergefallen. Dann habe ich den Fahrstuhl gerufen. Wer ist runtergekommen? Der hat mich zerquetscht. Was?